Moin, Johannes hier und Sid Meier's Railroads, der erste Teil der Kampagne der Einzelspieler, des Einzelspielermodus hier bei Railroads. Und nachdem wir das Tutorial überlebt haben, fangen wir mal 1850 an bis 1899. Och, warum? Warum nicht? Ich hätte gerne KI-Spieler dabei. Ich hätte gerne eine lange Laufzeit und Streckenschwierigkeitsgrad. Ja, Mittel ist schon okay. Die Züge werden anhalten, wenn irgendwelche anderen Züge zu ihrem Weg, auf ihrem Weg zum Ziel blockieren. Wenn sie zu lange warten, werden die Züge sich durcheinander hindurch bewegen. Okay. Ja, dieses Szenario umfasst den Südwesten der USA und beinhaltet Las Vegas, Los Angeles, San Diego und Phoenix. Es ist ein sehr leichtes, anfängerfreundliches Szenario. Schauen wir mal. Oder wie viele sagen. Szenario. Baron Rothschild, Zar Nikolaus II. Ich habe zwei KI-Gegner. Es ist erst das Jahr 1850 und zwei Ereignisse haben kürzlich das Gesicht der Vereinigten Staaten für immer verändert. Zum einen hat sich Kalifornien der wachsenden Nation angeschlossen, die jetzt von Ozean zu Ozean reicht. Außerdem wurde in diesen neuen Gebieten Gold gefunden. Gelegenheiten für Wohlstand winken all denen, die bereit waren, sich dem rauen Terrain zu stellen. Und das sind wir natürlich auch. Hier ist San Diego. Und wir haben hier oben Jay Cook und Jay Piermont Morgan. JP Morgan. Falls jemand mit dem Namen nochmal noch was anfangen kann. Das ist eben da ein Magnat dieser Zeit. Wir können Los Angeles uns mal angucken. Los Angeles ist, hat ein paar Menschen und, ups, halt mal die Zeit an, hat Menschen und Post im Angebot, San Diego auch. Dann verbinden wir doch die beiden mal. Die Mühle von San Diego gibt's hier, es gibt hier noch Blith, die Nachfrage nach Kühen haben. Wir versuchen erstmal mit einem Streckenanschluss hier zu arbeiten. Wieso kann ich hier nicht bauen? Ist das... Ah, die Strecke gehört JP Morgan. Maximale Geschwindigkeit 300... Maximale Geschwindigkeit 322 km/h. Mir gehört hier eine in San Diego. Jetzt ist die Frage für mich tatsächlich, wie kann ich jetzt hier Orte anschließen? Vielleicht verlege ich dann Schienen erstmal in andere Gebiete. Vielleicht hier vorbei. Dann nach Blüff rein. Sorry, ein bisschen husten heute. Legen hier einen Anbau an und hier für Blith nenne ich es jetzt mal, keine Ahnung, ob das richtig ist, legen wir mal einen Güterbahnhof an. So, was haben wir hier noch? Rohrgesellschaft, Öl und Viehzucht. Die Viehzucht ist doch was, was Blith dringend braucht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schiene verlege von, ja, am besten schon auf diesem langen Weg hier. $180.000. Ob das funktioniert? Naja, gut, werden wir sehen. Hier den Güterbahnhof bzw. den passenden Anbau für diese Industrieanlage lege. Dann könnte ich jetzt einen Zug kaufen. Dem Zug sagen, er fährt Mühle. Das sind also die beiden Güter, die da gebraucht werden. Das heißt, ich mache eine Linie von San Diego nach Blith.
mit 5 Wagen. Die American oder reicht vielleicht doch eine Norris. Mal schauen, die American fährt 80. Ich mach mal hier die Facecam weg, sonst seht ihr da so wenig. Jetzt kann ich euch nämlich auch hier die Graphen zeigen, die in der Ecke sind, die Maximalgeschwindigkeiten bei entsprechender Fracht zeigen. Wir nehmen mal eine Norris. Nein, wir machen das noch billiger, wir machen eine Grasshopper. Lassen die diese Strecke fahren. Dann gehe ich hier wieder ins Zugkaufmenü. Und lass die Viecher, im wahrsten Sinne des Wortes, hier von... okay. Dann ist die Frage geklärt. Dann kann ich das nämlich so nicht fahren. Mit Komma komme ich zu meinen Bahnhöfen. Dann kann ich die Strecke hier wieder abreißen. Ich muss das andersrum anklemmen. Schiene verlegen von hier hinten rum. Habe ich kein Geld mehr oder was? Was ist denn los? Jetzt bau halt. Achso, ich muss, ja, okay, es ist nicht Drag and Drop quasi, sondern es ist Click, Point, Click. Na, wo kommen wir hier über das Wasser? Wo ist die Furt? Da ist die nein. Was ist denn? Warum kann ich... Ist ja schon, habe ich kein Geld mehr oder was? Ja, ich habe noch 75.000 Dollar. Okay. Dann beliefern wir halt erstmal nur Bluff. Offensichtlich habe ich fürs Abreißen da kaum Geld wiederbekommen. Das ist dann natürlich in der Tat nicht so cool. In San Diego an der Mühle wird wenigstens schon mal ordentlich gearbeitet und dann muss ich mich eben ein bisschen gedulden, bis ich hier genug Geld gemacht habe. JP Morgan. So, der Wettbewerbsbericht. Mein Aktienwert ist schon ein Stück gesunken. Ich könnte jetzt meine eigenen Aktien offenbar kaufen. Das lasse ich mal bleiben. Ich warte erstmal ein bisschen ab, bis hier die... okay, es gibt hier 2 Geschwindigkeitsstufen. März 51 sind wir hier oben, läuft die Zeit mit. Ich warte mal ab, bis ich ein bisschen Geld verdient habe. 75.000 Dollar im Moment. Und der Zug wird schon wieder gewartet, hat aber jetzt auch 14.000 Dollar verdient. Der Bürgermeister von Barstow wirbt Eisenbahnen an, der als erster 8 Waggons Öl liefert. Bekommt eine Belohnung. Jetzt ist die Frage, wo ist Barstow? Ja. Barstow ist hier oben. Die brauchen Öl. Und hier unten wäre die Ölgesellschaft Blith oder Bohrgesellschaft Blith. Jetzt ist die Frage, was kostet denn so ein Schienenstrang hier? Das sind schon. Kostet schon 93.000 allein. Ja gut, aber es hilft ja nichts. Ein Güterbahnhof, beziehungsweise den entsprechenden Anbau, der ist zum Glück billiger. Und dann muss ich halt hier noch mein Streckennetz schließen. Das ist wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so richtig klug, nicht so besonders klug, dass ich... Jacob hat einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Besonders klug, dass ich... jetzt hier 2 Streckenteile habe, von denen auch einer komplett nicht bewirtschaftet ist. Aber wir gucken mal. Ja, da gibt es ja reichlich Industrie, die versorgt werden will. Da werden wir schon noch irgendwann zu unserem Recht kommen. Barstow ist, glaube ich, jetzt hier vorgehoben, weil hier eben die Belohnung winkt. Und
Ja, die Idee wäre dann, vielleicht kann man sie auch direkt anschließen. Eigentlich wollte ich ja hier, vielleicht kann man auch hier eine kurze Strecke bauen. 33.000 Dollar, 47.000 Dollar. Ja, da gibt es dann, okay. 88.000 Dollar, da gibt es aber dann schnell. Ne, ich will andersrum. Ich würde gerne das hier so anschließen, dass ich. Ja, von links halt! Meine Herren, nein, keine Brücke, das ist Quatsch. Vielleicht irgendwie so und dann rumbiegen, damit ich eben halt eine Strecke bauen kann, die in Blyth vorbeiführt, um den Viehzuchtbetrieb von Yuma glücklich zu machen. Und ihr seht schon, ich bin hier aktienmäßig ganz schön im Keller verglichen mit den anderen beiden. Und die ersten 4 Jahre sind schon rum, während ich hier immer noch Getreide liefere. Hoffen wir mal, dass das gleiche ausreicht, um dann sich Belohnungen zu krallen, um hier auch den Viehzuchtbetrieb und Blyth zu einem blühenden Stückchen Erde hier an seinem Fluss zu bringen. Das Wasser ist übrigens sogar leicht animiert, nicht schlecht. Aber vor allem müssen wir jetzt hier Geld verdienen. 14.000, 14.000, 14.000, okay, das heißt etwa 14.000 pro Wagen. Dann kann man sich schon mal grob ausrechnen, was hier zu verdienen ist. So, jetzt der Anschluss hier. Das hat also schon mal funktioniert. Das heißt, wir können mit dem nächsten Geld einen Zug aufsetzen vom Viehdingens hier. Campbell hat eine neue Lokomotive am Start mit 80 km/h. Das wäre für uns im Moment ja zu teuer, würde ich sagen. Ich versuche erstmal jetzt hier die zweite Fracht zu transportieren, nämlich diese Kühe, die hier auch so schön auf der Weide liegen und so ein Zelt oder was haben. Wahrscheinlich soll das eine Tränke sein oder ein Futtertrog. Patentversteigerung. Druckluftbremsen. Erhöht die Geschwindigkeit in engen Kurven. Ja, zumindest sollen sie dafür bluten. 60.000 Dollar könnte ich bezahlen. 70 schon nicht mehr. Also 70 könnte ich gerade noch zahlen, aber 80 nicht mehr. Und von daher geht das dann an den Konkurrenten. Schade. Das erste Patent, das wir da verloren haben. Jetzt komm schon ins Ziel hier, Züglein. Hier sehen wir dann den Grasshopper. 8 Jahre alt ist er inzwischen, weil ich ihn 1850 schon gebaut habe. Ist auf dem Weg nach Blyth, hat 117.000 Dollar Profit gemacht und hat nie warten müssen, sondern ist immer versorgt worden. So, Zeit anhalten, Zug kaufen. Und zwar für die Strecke von hier nach da. Und hier Schweinchen drauf. Na, jetzt ist es wieder kaputt. Komme ich hier raus? Abbrechen? Ja. Da hätte ich vorhin natürlich auch im Tutorial rauskommen können. Viehzucht mit 1, 2, 3, 4 Wagen zum Zielbahnhof. Lebensmittel, ja, muss ich erstmal gucken, ob die da welche brauchen auf dem Rückweg. Naja, das soll einfach wie er ist dann zurückfahren. Ich glaube, ich habe jetzt sogar die teurere Lok gekauft. Pausemodus nehmen wir raus. Oh ja, ich habe hier, was ist das denn für ein Gerät? Die Mogul. Na, bin ich immer gespannt, ob die sich rentiert. Aber hier werden zumindest ordentlich Kühe eingeladen und die nächsten warten schon. Ui, das ist ein Zug. Aber der kann ja gleich vielleicht noch, wenn ich das entsprechend dann verdrahte, kann er ja eventuell gleich noch die Lieferung vom Öl übernehmen. Das wäre natürlich dann sehr nützlich. 55, Jay Cook, 55 km/h. Mit der Mogul, aber die Mogul habe ich doch auch im Start hier, ja, genau. Habe ich teuer gekauft. Gucken, wie schnell die hier fährt. Ja, 79 ist sie gefahren, also ja. Die werden hier in wahnsinniger Geschwindigkeit produziert, die Viecher. Das steigert natürlich den Profit und dann kann ich hier jetzt schon mal eine Strecke bauen nach Boistrel. Um es mal ein bisschen Englisch auszusprechen, was 1850 vielleicht noch eine gute Idee ist. Wir sind kurz vorm Bürgerkrieg in den USA. 61, das müsste, weiß gar nicht, in welchem Monat das losging. Aber die Arbeitsmarktprognose ist schlecht. Das macht natürlich
im gewissen Sinn zu der Zeit, in der Bürgerkrieg tatsächlich dann ausbricht. So, jetzt würde ich gerne diesen Zug hier verändern, Fahrtroute verändern und würde sagen, Barstrow, Bohrgesellschaft, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir versuchen es mal. Warum wird das nicht, das wird nicht zugestellt, weil es auf der falschen, Reihenfolge quasi ist. Ich kann hier aber den Bahnhof löschen. Eins, da wird erstmal viermal Öl dran gekoppelt. Dann hier viermal die Rinder und hinten wird dann das Öl ausgeladen. Da bin ich immer gespannt, ob das jetzt funktioniert. Oh, ich könnte den Zug nochmal hier in der Detailansicht behalten, auch wenn er dann so einen komischen Ghosting-Effekt hier kriegt. Fährt jetzt mit 60 da über diese Brücke. Wird in der Kurve abbremsen müssen. Ja, oh, bis auf 25 runter. Und kann jetzt hier nicht einfahren nach Blüth, weil verlangt Lebensmittel. Weil der andere Zug das noch blockiert hat. Ich habe hier Menschen in San Diego, Personen und Post, die versorgt und Moment, da geht ordentlich was los am Aktienmarkt. Ich gucke da mal eben rein. Zeit anhalten erstmal, dann gucke ich hier rein. In die Lieferroute von Flagstaff nach Phoenix und Las Vegas. Okay. Verfrachte 5 Wagenladungen Gold, um dir etwas Geld zum Ausgeben zu verschaffen. Und wie lange habe ich dafür noch Zeit? Nochmal in den Siegesbildschirm gucken. 36 Jahre, das ist okay. Ja, ich könnte JP Morgan kostet ja gar nichts mehr. Kaufe ich ihm ab. Vielleicht kann ich dann an der Gesamtentwicklung partizipieren. Ich habe ja durchaus Geld zum Ausgeben da. Und ich hoffe auch, dass meine Struktur hier mit dem Öl vor allem zukunftsträchtig ist. Und gefuttert müsste er ja auch immer werden. Also vielleicht. Ach cool, wie das Öl hier reingepumpt wird. Vielleicht kann ich mir da gegenüber den anderen beiden einen Vorteil verschaffen. Ich bin jetzt hier deutlich mehr wert als JP Morgan. Das heißt, ich kann von dem gleich mal weiter Anteile kaufen, von dem Geld, das ich gerade verdient habe. Kriege ich hier sogar Kredit? Nee. Okay, also 30.000 Dollar habe ich gerade. Jetzt ist noch die Frage, ob ich hier sehen kann, wie viel ich da schon geliefert habe. Die Mission in Barstrow sehe ich erstmal auf den ersten Blick nicht. Außer, dass es hier ein Counter. Wahrscheinlich ist das nicht live, denke ich, diese 8 hier bei Liefere, hier unten in der rechten Ecke. JP Morgan verkauft Aktien. Und es gibt von Baldwin die 460-10-Wheeler. Wenn 460 richtig ist, da bin ich nicht genug Eisenbahnexperte für. Aber ich würde hier JP Morgan gerne einsacken. Ist das JP Morgan hier? Bullhead City? Nein, das ist Jay Cock. Der andere richtig gute. Wow, was haben die denn alles gebaut? Der reinste Freizeitpark hier unten, was ist das denn? Alles Bahnhöfe, auf extremster, in extremster Lage. Da bin ich ja verhältnismäßig noch sehr gemäßigt unterwegs für meinen Strecken, auch wenn ich hier so eine blöde Kurve habe. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge von Sid Meier's Railroads. Bis dann. Börsenskandal, Weltmärkte in Panik. Was gäbe es für einen besseren Cliffhanger? Macht's gut.